Hier ist Phoenix der Tag. Ich begrüße Sie herzlich. Herzlich willkommen zurück zu Phoenix vor Ort. Wir sind immer noch vor dem Schloss Bellevue und warten auf die Ankunft von William und Kate, dem Herzog und der Herzogin von Cambridge. Und dieses Ereignis wollen wir einordnen mit jemandem, der sich in Frankreich bestens auskennt. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ulrich Wickert, herzlich willkommen. Danke. Ich freue mich auf Cem Özdemir, den Spitzenkandidaten der Grünen, mit dem ich in Würzburg verbunden bin. Streit gab es in den vergangenen Tagen ja auch ums Auswärtige Amt. Schulz wollte rein, Gabriel nicht raus. Dann wurde es verbal hässlich und Schulz verzichtete. Gabriel darf er bleiben. Er hat sich jetzt offenbar entschuldigt, haben wir gelesen. Ja. Ihr Parteikollege Christian Lindner sagte am Wochenende, er habe keine Angst vor Neuwahlen. Wie sollen wir das interpretieren? Verabschiedet sich die FDP mit Ansage aus den Jamaika-Gesprächen? Ich will jetzt nicht fragen, was eint dieses Bündnis, sondern woran krankt dieses Bündnis eigentlich? Sind es nur in Anführungszeichen die bayerischen Landtagswahlen? Ist es, dass man sich vielleicht auf Kosten der anderen Koalitionspartner profilieren möchte? Oder ist es ganz einfach der persönliche Konflikt zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel? Also ich glaube, das ist eine Mischung aus diesen Faktoren, was Sie gerade genannt haben. Das war jetzt nicht unbedingt eine Antwort auf meine Frage. Ich stelle Sie noch mal, was würde Sie denn unterscheiden von Andrea Nahles? Welche Qualitäten bringen Sie mit als Parteivorsitzende? Tja, meine Damen und Herren, das war's von uns. Wir sehen uns um 12 Uhr wieder. Es folgt die Dokumentation Das verrohte Land hier bei Phoenix. Gute Unterhaltung und gute Informationen für Sie. Machen Sie es gut.